Oh, was werden wir sehen? Was wäre D4? Weil der Gegner wegläuft, schnell springen auf 6 zieht. Er zieht zwar ohne Theorie, aber wenn ich jetzt zu lange das Ganze machen lasse. 2349 hat der Gegner. Der Computer hat alle Theorie vergessen. Aus deutschen Landen. Mal gucken, was der Computer am Brett erfindet. Willkommen in der Zeit vor der Eröffnungstheorie der Schachcomputer. E3, ja, hat der Gegner natürlich hier jetzt Oberwasser. Er zieht sofort, er zieht schnell. Sehen Sie meine Zahl? Die hätte ich gerne. Ziehen Sie 500 Punkte ab, dann haben Sie meine Zahl. Bei manchen muss man über 2000 Punkte abziehen. Ich finde das ja schon erstaunlich, dass heutige Schachcomputer, das Schachcomputer jener Zeit, 1992 oder 91 oder was das war, zumindest Schachcomputer aus der Steinzeit, also 1979 und so, eine Sache voraus haben. Die spielen ohne Theorie, spielen die Fianchettos und so eine Geschichte. Und die alten Gurken, die haben noch ohne Theorie, Super Chess System 3. Der spielt erstmal oder zieht erstmal 25 Mal die Dame nacheinander in der Eröffnung. Weil es so geil ist, die Dame zu ziehen. Gegner alles entwickelt, rochiert. Super Chess System 3, die Dame. Die Dame war so auslauffreudig, die hat da das ganze Brett poliert. War leider aber auch die einzige Puppe, die entwickelt war. Springer A4. Der Gegner sieht schon Oberwasser. Wahrscheinlich geistig sieht er sich schon als Fidemeister hier rumlaufen. Ich bin Meister der Fide. Ich muss Meister der Fide sein. Wieso hätte ich sonst diese Zahl? Ah, Springer Take E4. Knight Take Back. Heute mal richtig ausschlummern und dann morgen wieder zur Arbeit. Morgen ist eh Samstag, da ist eh nicht so viel. Läufer D3, nachher fängt man an, hier nur eine Kohle auszugeben. Das wäre mein Multimillionär. Bin ich mal gespannt, wann ich den Ausweis abholen kann. Ist auch noch in der Pipeline. E4, F6. C5. Ich weiß nicht, ob ich gleich essen gehe. Ich schwank so inzwischen ein bisschen zwischen essen gehen und selbst was machen. Zu faul oder doch nicht zu faul? Das ist hier die Frage. Mir ist aber nicht eine Pommesbude direkt in der Nähe. Andererseits ist es auch besser so. Sonst hängst du ja nur noch in der Pommesbude rum. Sieht ein bisschen so aus wie ein, also der schwarze Aufbau, wie ein Drache vom Sizilianer. Also wie gesagt, mit dem C5, D6, G6, Läufer G7, das ist halt so ein bisschen Drachen-Vibes. The Dragon from Sizilian. Meine Liebte, also das ist eine von den Eröffnungen, das ist quasi eine der ersten Eröffnungen, die ich mir je angesehen habe, Sizilianisch-Drachen-Variante. Oder Karo Kann. Aber Karo kann mit Springer F6 und dann, also E4, C6, D4, D5, Springer C3, E schlägt Springer, E4 schlägt Springer F6, Springer G7 schlägt F6. Das war damals nämlich eine Partie Anatoly Karpov gegen Anthony Miles in so einem Finale. Diese BBC-Turniere waren das. Und da hat der Miles den Karpov geschlagen mit der schwarzen Eröffnung. Von der habe ich die Eröffnung. Auch ein tragischer Großmeister. Ich glaube, der hat Depressionen gehabt, der hat sich hinter das Leben genommen. Weil wenn du gegen Kasparov spielst, als Schachgroßmeister, und dann im Ergebnis 1,5 zu 6,5, da können so eine Depression schon mal entstehen.
War, glaube ich, der erste englische Schachgroßmeister, Anthony Miles. E4, D5. Momentan sogar noch mit Geräuschen. Meine Güte, ich kann mein Glück gar nicht begreifen. Ein 2349er geht an und Brettgeräusche. Meine Güte. F6, H5. Ja, für Türme verdoppeln vielleicht. Oder so tun, als würde man überlegen oder rechnen. Herr Lippo, ich rechne eigentlich gar nicht. Aber wenn ich zu schnell ziehe, dann ärgern sie sich, wenn ich Fehler mache. Aber wenn ich rechne und Fehler mache, denken sie, ja gut, er hat alles getan, was er konnte, er hat gerechnet. Eine komische Diagonale nimmt der Läufer jetzt ein, auf H2. So könnte ich natürlich noch nicht ausführen, ich weiß ja nicht, wo die Steine liegen. Mephisto, Endgame-Datenbank himself. Muss natürlich jetzt erstmal das Endspiel anstreben in Schweinsgalopp. Na super, so kennt man die Richard-Lenk-Schachcomputer. Das ganze Brett leerfräsen fürs Endspiel. Die armen Fidelity-Geräte. Mit Grütze plus Endgame. Die haben sich dann abschrubben lassen von den Richard-Lenk-Schachcomputern. Die armen Sprackler wahrscheinlich hier. Wer weiß, wie viele graue Haare allein aus diesen Turnieren kommen. Kate Spracklin, schlagerlicher Ausfall. Schon wieder ein Endspiel und schon wieder spielt das Programm von ihnen Grütze Plus. Dame die 8. Naja, das ist jetzt nicht so der geilste Schach der Welt. Springer 4. Attacking the Queen. Aber wie? Wie rigoros der alles tauscht. Da wird alles vom Brett weggetauscht. Als wäre das Endspiel-Genie vom Herrn. Na gut, der Gedanke wird wahrscheinlich sein, wohl soll. Eigentlich hatte ich es immer gedacht. Wenn je mehr getauscht wird, desto weniger Puppen sind auf dem Brett. Da habe ich mir doch so gedacht. Ja gut, desto mehr kann er doch ausrechnen. Aber irgendwie habe ich auch mal gelesen, desto mehr Zugumstellungen gibt es. Also Zugfolgen, die alle dann doch zum gleichen Ergebnis führen. So, ich hoffe mal, jetzt haben wir so viel Material weggepolst hier. Wahrscheinlich hat der Mephisto das nur deswegen gemacht, damit der Lippo in seinen armen Seitenhänden nicht immer und dauernd zwei Puppen zugleich hat. Das tut doch weh, meine armen Patschehändchen. Die schmerzen schon. Dame A1, wir geben jetzt ein Schach. Sieh, wie ich hier lach. Ja gut, da kann er schlecht die Damen nicht tauschen. Achso, der Bauer fällt ja mit Schach. Ja, ist natürlich jetzt öde hier.
je weniger Puppen da auf dem Brett sind, desto mehr wiegt natürlich Material plus. Ja, jetzt ohne Brett, dann würde ja ohne Darm, dann würde ja schon. Der würde ja schon im B5 kommen. B7, B5, da kommt er sogar schon. Tja, ein Bauer war zu viel. Und droht C4 schlägt und dann ist der A-Bauer schon Freibauer. Hallo! Aber jetzt müssen doch irgendwann alle Puppen vom Brett getauscht sein hier. Man kann die Züge einfach nicht geschmeidig ausführen. Diese Tauscherei. Man muss die Puppe wegnehmen, man muss die Puppe hinstellen. Ist ja kein DGT-Brett hier. So ein bisschen kommt da Milch auch der Zugzwang, weil Weiß kann ja auch nicht alles spielen. B4. Ja, Dame C3 droht ja noch nicht. Dame Bauer C3, König E2, C2, König D2, das ist ja super locker im Quadrat. Locker, flockig, super locker. B2, C3, genau. Das Problem ist einfach, wenn die Dame nimmt, nimmt der Bauer, dann ist der Bauer einfach aus dem Quadrat. Der König hat sich selber aus dem Quadrat rausgeschoben. Also dann geht es nicht mal so ohne weiteres mit König E2, da muss erstmal König F3 kommen. C2, König E2, Bauer durch. Auch jetzt braucht auch der Gegner mehr Zeit. Die Zeit des Schnellziehens ist vorbei. Wahrscheinlich hat er so schnell gespielt, um die tote Pleitestellung mehr genießen zu können. Wer kennt es nicht? Endlich habe ich Zeit, um die restlichen Züge der Totenstellung, also die tote Stellung jetzt noch. Ja, genau. This is the end of the game. 2349. Wieso hat man davon nichts gesehen? Tschüss, bis zum nächsten Mal.